The Flash, Sascha Kahle debütiert als Supergirl. Emotionale Verkündung: Das DC-Universum begrüßt eine neue Superheldin in seinen Reihen. Sascha Kahle, 22, schlüpft in das ikonische Kostüm von ihren ersten Auftritt wird sie im kommenden Kinofilm The Flash an der Seite von Ezra Miller, 28, haben, der wie in Justice League den Titelhelden verkauft. Die frohe Kunde hat Regisseur Andres Muschietti, 47, der US-Schauspielerin persönlich in einem Videoclip. Vor Freude brach Kahle in Tränen aus. Für die 22-Jährige ist der Part von Supergirl einmal. In den USA ist sie bis dato vornehmlich aus der Daily-Soap Schatten der Leidenschaft bekannt, in der sie seit 2018 eine Köchin und Geschäftsinhaberin Schlüffelsch markiert. Ihr erstes Kinoprojekt. Das ist der Hauptcast. Zum Hauptcast gesellen sich neben Kahle und Miller auch Michael Keaton, 69, und Ben Affleck, 48. Beide werden in The Flash als Batman zu sehen sein und voraussichtlich aus unterschiedlichen Zeiten. Keaton spielte Batman in den Tim Burton-Filmen aus den Jahren 1989 und 1992. Affleck mimte den Dark Knight in Batman v Superman und Justice League. Außerdem hatte er einen Kurzauftritt in Suicide Squad. The Flash macht im kommenden Kinofilm eine Reise in die Vergangenheit, die die Gegenwart grundlegend verändern soll. Weitere Details sind bis jetzt nicht bekannt. Der Film ist für November 2022 angekündigt.